Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere, jetzt hoffentlich auch mit einer laufenden Aufnahme. Das läuft auch so weit, wie es gesehen. Ja, wir sind jetzt hier noch in unserem Hauptquartier. Wir gehen jetzt auf Spanien ins erste Training, beziehungsweise ich gehe ins Training. Wir sehen uns dann nachher wieder im Qualifying. Wir müssen ja nicht gross etwas weiterentwickeln, das haben wir am Ende der letzten Folge gemacht. Also das möchte ich noch sehen, einfach noch schauen, das alte Video anschauen. Oder beziehungsweise einfach das Video vom Montag ist das gewesen, letzten Montag. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir legen eigentlich gerade los. Ich denke, Spanien wird relativ schwer werden mit unserem Auto, weil da ist halt Aerodynamik schon gefragt und die haben wir leider nicht. Aber wir probieren einfach mal das Beste und ich würde sagen, legen wir los. Let's go. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Ich bin wie immer ein paar Runden gefahren im Training und muss sagen, ich habe jetzt eigentlich ein recht gutes Setup gefunden. Ich habe mich auch wirklich gut gefühlt im Auto und bin auch recht schnell gewesen. Also wieder P11 eigentlich für unsere Verhältnisse gut. Und ja, wir gehen jetzt einmal ins Qualifying, also ins Blitzqualifying und versuchen mal eine schnelle Runde herzutatschen. Mal schauen, ob wir wieder auf P11 landen oder irgendwo anders. Und ja, let's go! So. Okay, relativ gut durchgekommen, müssen aber das Gas lüpfen. Ja gut, Schikane ohne habe ich es ein bisschen vergamet. Also immer wieder P13, glaube ich, habe ich es gesehen. Ja, schade. Ich glaube, Schikane, dort habe ich zwei Plätze noch liegen lassen. Wir sind P13. Mal schauen, wo der Mick gelandet ist. P16. Ja, also wir sehen, wir sind beide etwa so ein, zwei Plätze runtergedroppt, als üblich. Das heisst, also das Auto funktioniert so, nicht so wahnsinnig gut auf dieser Strecke. Also sind wir noch über eine Sekunde langsamer als der Leclerc im Ferrari. Ferrari ist wieder stark, da scheint es. Aber ja, wir schauen, was im Rennen passiert. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Hamilton, Lando Norris und Sainz. Bottas, Vettel, Perez und Pierre Gasly. Ocon, ein Wagen des neuen Teams, Yuki Tsunoda und Eilert, Mick Schumacher, Giovinazzi, Nicolas Latifi und Nikita Mazepin. Alesi, Russell, er hat eine Gridstrafe erhalten. Schwartzman und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, also da sind wir noch eine Position vorgerutscht, weil es noch eine Strafe gab. Und wir starten von P12. Das finde ich sehr gut. Und dann haben wir wie immer den Sprit runter, 17 Runden sind es. Wir starten mit der Soft und gehen nachher auf die Mediums. Das ist auch gut, das Wetter bleibt auch trocken. Und ja, da hoffen wir einfach auf einen guten Start. Spanien ist die Kurve ist meistens immer recht kritisch, wenn so viele Autos auf einmal reinkommen. Aber ja, wir schauen, dass wir uns gut positionieren können und hoffen wir, dass das wirklich auch gut rauskommt. Let's go! So, das Rennen ist eröffnet. Ich habe eigentlich einen guten Start gehabt, Gasly gar nicht. Machen wir da die Tür ein bisschen zu, haben wir gerade ein bisschen Rasen raus, vorne in der Vettel. Vorsichtig durch da. Oh, da kriege ich Berührung vom Gasly, nochmal eine Berührung von hinten. Das war, glaube ich, der Eilert. Jetzt mit der ERS vielleicht einmal um Tsunoda vorbeidrücken. Ja, das sieht gut aus. Vor uns wieder Gasly. So wieder auf P12 zurück. Greifen wir hier gerade den Gasly ein bisschen an. Ja, der steckt schon zurück, sehr gut. Ich habe viel Grip beim Rausbeschleunigen gerade gehabt.
Aber jetzt kommt eben der Sektor, wo ich ein bisschen Mühe haben will, Amis. Hier und rauf. Aber hier oben durch komme ich auch schon mal besser rum als auch schon. Und vorher ist Vettel. Ja, mal schauen, vielleicht schnuppern wir heute mal ein bisschen an den Punkten wieder rum. Alpine ist so momentan unser Hauptrival in diesem WM-Kampf, würde ich mal sagen. Wir haben zwar noch keine Punkte, aber wir fahren irgendwie immer bei denen. Nein, stimmt gar nicht. Alpha Tauri ist es, wo sind die? Die sind hinter mir, hä? So, und jetzt Angriff auf den Vettel. ERS mal reinschiessen ein bisschen. Aber der Alpine ist ein bisschen schneller, so wie es aussieht. Aber mit Windschatten und ERS, ich komme nicht hinten nach. Der hat wirklich Dampf in der Hütte, der Wagen. Oh, jetzt wären wir gerade neu hinter dem Vettel, aber ich probiere es mit einem anderen Cut. Nein, machen es nicht, weil der Vettel auch gerade in die Box reinkommt. Oh, okay. Uiuiuiuiui. Das wird spannend werden. Wow, der Mercedes Hamilton ist hinter mir aber auch recht dicht, ey. Mal schauen. Der Vettel kommt jetzt raus. 2,5, okay, guter Stopp gsi. Sind neu hinter dem Vettel, wahrscheinlich jetzt schon wieder raus. Und jetzt hoffen wir, dass wir mit dem Mediums relativ schnell die Balance finden. Dass wir hier angreifen können. Aber ich glaube, das Medium funktioniert auch gut. Oh shit, bin ich am Kämpfen wieder mit dem Auto. Ich hoffe, meine Reifen haben so lange durch. Okay, jetzt sind wir close. Wir sind nah am Vettel. ERS. Irgendwo da vorne ist ein langsames Auto. Und die KI kann wieder nicht überholen. Wir müssen den Vettel holen, das sind Punkte. Jetzt vielleicht mit DRS und ERS. Nein. Oh, Vettel bremst früh ab. Schlechter Exit wieder. Oh. Hätte ich jetzt einen guten Exit gehabt, wäre ich vielleicht am Vettel dran gewesen und hätte ihn vielleicht überholen können. Guten Exit gehabt. Früher kann ich aufs Gas mit ERS. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Oh, bitte, come on. Ich habe keinen Gang mehr. ERS noch drinnen. Yes, endlich. Oh. Haben wir endlich den Vettel geholt. Die ganze Zeit hinter dem Alpin gsi. Wow, gute Exit gehabt. Die ERS wieder. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Oh, gelb. Oh, ich rutsche. Okay, alles klar. Oh, Vettel hinter mir. Was ist passiert? Hat er sich weggedreht? Ich habe es nicht gesehen im Fall jetzt. Ich habe mich voll nach vorne konzentriert, aber ich habe nur gesehen, wie das blaue Pünktchen unten links auf der Minimap stapeln ist. Ich glaube, es war Vettel. Ah, oh, bitte für ihn. Ich bin so neu am Perez, aber ich weiß nicht, ob ich ihn holen kann. Vielleicht jetzt. Guten Exit gehabt.
Deckt innen ab. Ja, da haben wir ihn. Glaube ich. Wow. Ein bisschen gerutscht. Okay, wir haben ihn. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, ob wir den noch holen, weil er ist eben doch schneller als erwartet. Vor allem seine Aerodynamik ist halt sehr gut am Red Bull, das merkst du richtig. Also in den Kurven ist er viel schneller als ich. Aber ich kann es auf der Geraden wieder gut machen. Scheiße, kein DRS. Deck aussen. Er probiert es gar nicht, okay. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf. Oh, wir sind dicht hinter ihm. Ah, aber ich habe einen Querstehen aus der Kurve raus, weil ich keinen Abtrieb habe. Aber es langt, weil er kein DRS. Oh, der! What the hell? Alter! Ocon, chill! Chill! Alter! Ich krieg eine Verwarnung über. Also, in meinen Augen hätte er zurückziehen sollen. Jetzt habe ich einen Damage wegen ihm. Jetzt hoffe ich, dass ich nur noch, wenn dann den 9. Platz nach Hause fahren kann. Aber der Perez hockt mir recht hier im Getriebe. Ah, irgendetwas ist kaputt an meinem Auto. Ah ja, okay. Ich habe rechts untersteuern. Jetzt, wenn ich rechts einlenke, untersteuere ich gerade. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen konform war. Also. Der Ocon hat mich dort schon recht weggedeckt. Also, er ist auch in der Probe, er ist sein gutes Recht. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,9 Sekunden. Ja, vielleicht jetzt beim Innenbremsen nochmal. Oh mein Gott! Oh, okay, das war die übelste Brechstange. Da hat der Perez aber sehr gut reagiert. Er hat genau gewusst, dass ich nochmal reinkomme. Oh! Das hätte böse Sau können gehen. Ey, also da ist dickes Lob an Perez, an KI von Perez. Wo das geschnallt hat, dass ich dort noch mal reinkomme. Weil er gerade auftaucht, wo ich reinkommen will. Jetzt mit IRS. Oh, er hat mich berührt. Oh, da fahren wir noch weit. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob man das darf, aber ich war leider auch scheißegal. Leclerc hat es Rennen gewonnen. Ricciardo hat noch eine schnelle Rennrunde geholt. Schaffen wir ein neues Ziel? Sollten wir schaffen, ja. Okay, wir haben es geschafft. Ey, wir haben Punkte geholt. Wir sind P8 geworden, glaube ich, und P9. P9 sind wir, glaube ich, geworden. Oh mein Gott, ey, das war jetzt sehr anstrengend. Das war jetzt recht ein intensives Rennen gewesen, aber es war ein geiles Rennen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in Spanien so gut unterwegs werden sein. Weil ich hätte jetzt eher erwartet, dass wir nicht so gut performen auf dieser Strecke. Und ja. Wir schauen mal schnell kurz in die Rangliste rein. Wir sehen, Leclerc hat gewonnen vor dem Ricciardo. Da kommt der Norris, also McLaren wieder stark. Da kommt der Sainz und Verstappen, Bottas, Hamilton, Ocon. Da kommen wir mehr auf P9. Dann nachher Perez, Gasly, Tsunoda, Vettel, Eilert. Und jetzt habe ich weiter gedrückt, aus Versehen, weil ich schauen, wo der Teamkollege gelandet ist. So, wir sind jetzt im Hauptquartier wieder. Wir schauen jetzt aber noch schnell kurz rein, wo der Mick gelandet ist, also Teamkollege, der ist 15. geworden. Okay, aber er fährt gut, muss ich wirklich sagen. Also er wird eigentlich wirklich immer, wir sehen, 2x 13., 2x 15., also er fährt eigentlich wirklich recht konstant. Wir sind jetzt eigentlich 11., 12., 19. und jetzt 9. Wir haben jetzt immerhin 2 Punkte geholt fürs Team. Das finde ich eben sehr gut, dass wir dort uns gut haben können positionieren. Und wir haben da jetzt wieder ein bisschen Ressourcenpunkte, 1899.
Und ich würde mal sagen, wir machen, glaube ich, die Chassisabteilung ist schon ausgelastet. Da haben wir ja noch ein bisschen Entwicklung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Wir haben da noch fett Geld bekommen, weil wir alle Sponsorenziele erfüllt haben. Wir können mal noch Dings machen, statt eine Zielfähigkeit, weil da würde sich wieder wenig müssen zahlen für gewisse Teile. Das ist auch so. Dann würde ich mal sagen, dass wir da mal das elektrische System. Also das Auto ist das unzuverlässigste im ganzen Grid, okay. Und ja, wir machen jetzt aber weiter. Wir haben jetzt den Kolben noch bekommen. Jetzt kommt Monaco. Und Monaco, wie ihr wisst, ist einfach nicht meine Strecke. Also das heisst, die nächste Folge wird sehr, sehr spannend werden. Moral jetzt bei der Stabilisierfähigkeit ist ein bisschen tief, ja, weil ich sie vorher ein bisschen blöd angesprochen habe. Ich habe gesagt, ja, wir haben ein bisschen Probleme mit der Stabilisierfähigkeit. Die sind jetzt natürlich ein bisschen niedergeschlagen. Ist auch egal. Aber ja, das nächste Rennen ist in Monaco. Hoffentlich wird das etwas. Letzte Saison sind wir ja eigentlich nicht weit gekommen. Aber ich denke, wir werden auch das Mal nicht so weit kommen, weil ja, Monaco ist Monaco. Muss man halt einfach so sagen. Und ja, aber ich würde mal sagen, das wäre es gewesen mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in Monaco. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.